Alles ganz genauso wie im Winter. Das ist Alois Leodolter, ein hervorragender Österreicher Springer. Ein schöner weiter Vorlage, hat keine Hemmungen, obwohl er zum ersten Mal auf dieser Schanze springt. Da kommt der Österreicher Walter Steinecker, der durch einen Sturz seine Aussichten begraben muss. Er sprang immerhin 50 Meter. Georg Thoma, der beste Schwarzwälder Springer, stürzt leider auch. Er ist der beste Jugendspringer des Deutschen Skiverbandes und auch er ist damit ausgeschieden. Ewald Roscher, ein eleganter Stilist, ein bisschen schwach im Absprung. Nun aber der Sieger, Heinrich Zapf aus Bischofsgrün im Bayerischen Fichtelgebirge mit 51 und 50 Metern. Sie sahen, Mattenspringen gehört seitdem ganz selbstverständlich zum Training. Das ist Heinrich Zapf, der ein klarer Sieger dieser Konkurrenz war. Dann hat er mir hier einen Hinterzaden